Damit willkommen hier aus Aserbaidschan zum ersten Sprint in unserer sechsten Season und heute wird es wirklich Schlag auf Schlag gehen. Also es wird unfassbar viel random Shit passieren. Also mir wird unbedingt gern kosten. Das lasst gerne Däumchen um da. Wir haben zwei DRS, 6003 Meter. 20 Kurven, wobei ich ja, ehrlich gesagt, die letzte nicht richtig als Kurve in diesem Knick messe. Genau, es handelt sich nicht um diesen Knick hier, sondern um diesen Knick. Das ist für mich eigentlich Full Speed. Ähnlich wie ein Spielberg der Bergauf. Aber jetzt geht's mal los, ab in unsere finale Qualifying-Runde. Und nach dem letzten Qualifying habe ich ein bisschen, Mut gefunden, dass das Auto dieses Season endlich mal wieder ein bisschen besser wird. Turn 1, wir sind in der letzten Run-Versuch von meiner Runde und wir sind echt weit zurückgefallen. Also auch hier aus dieser zweiten rechtwinkligen Linkskurve geht's dann raus. Und wir können schon 2 Zehntel gut schreiben für uns. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Dann geht es in diesen eher verhassten Sektion von mir, denn diese Kurve hier, da kommst du so nah an die Mauer dran, das kostet auch ein bisschen Zeit. Trotzdem 3 Zehntel, das ist sehr stark. Hier habe ich vorhin einen Fehler drin gehabt, da sind wir jetzt schon fast auf knappen 4 Zehntel und da ist doch schon der erste Sektor vorbei. Diese Kurvenkombi hasse ich übelst, also wirklich, die ist so blöd und so unnötig. Dennoch konnte ich ein bisschen Zeit hier finden. Und da kannst du wirklich gut schneiden, wenn du den Curve sehr gut cuttest. Machst doch ein bisschen Zeit gut, wie ich hier. Und dann geht's in die engste Stelle im Formel 1 Kalender. Rauf wir an der Links, an der Burg vorbei, in die Altstadt rein. Jetzt kommen die letzten Full-Speed-Kurven. Nichts mehr rechtwinkliges. Alles natürlich, wie früher gebaut worden ist. Jetzt einmal links, zweimal links. Und die dritte links, die wird eher schwierig werden. Denn da musst du auch wieder ganz nah an die Mauer dran. What's happening at Turn 16? Und dann haben wir auch Purple im Mittelsektor. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt noch einmal hier raus. Viel Schwung mitnehmen. Die letzten Kurven wirklich gut ausfahren. Denn das sind auch meiner Meinung nach die wichtigsten hier. Leichter Rutscher und auch leicht die Mauer touchiert. Aber das war wirklich ganz, ganz minimal. Der Exit war toll. 1,1 Sekunden im Delta. Und die Runde war wirklich meiner Meinung nach sehr mächtig. Jetzt hier über die Ziellinie. Wo wird stehen bleiben? Gucken wir uns mal die Startaufstellung an. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position und Oscar Piastri macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Theo Pourchaire, Ocon, Sainz, Norris, Verstappen, Gasly, Hauge, Leclerc, Russell, Tsunoda, Stroll, Joe, Daruvala, Drugovic, Doohan, Liam Lawson, Magnussen, De Vries, Sargent und Alex Albon steht auf dem letzten Platz der Startaufstellung. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Hier sind wir nun im Sprint und es hat tatsächlich für die Pole gereicht und die Doppelpole. Lights out und let's go hier. Sprint Nummer 1 in Season Nummer 6, Aserbaidschan. Mein Teamkollege hat einen eher grottigen Start. Theo Pourchaire drückt uns jetzt schon an. Und ich merke schon, das wird auf jeden Fall ein Rennen, das nicht so einfach werden. Ich glaube, das muss ich bei fast jedem Rennen sagen. Boah, da bin ich ganz, ganz spät auf der Bremse. Und das schert Pourchaire schon aus. Da kann er aber noch nicht ganz so kontern. Natürlich noch kein DRS, noch nichts. Also man muss aus eigener Kraft vorbeikommen. Und ja, das werden wir dann später auf jeden Fall noch erleben. Mit einem Oversteer geht es in die Kurve rein und die Reifen sind meiner Meinung nach viel zu kalt für das, dass wir in einem Sprintformat und vor allem mit dem roten Reifen sind. Das wundert mich dann tatsächlich. 6 Runden sind es zu gehen und das werden harte 6 Runden, denn Pourchaires Pace ist auf jeden Fall da, aber auch dahinter mit Sainz weiß ich natürlich, seit dem letzten Rennen, mit dem darfst du nicht spaßen. Der wird auch heute wieder eine hohe Nummer sein, eine feste Nummer. Max Verstappen auch hinten mit dabei, Pourchaire. Diesmal fehlt mir aber auch wieder Yuki Tsunoda. Aber jetzt mal hier zurück zum Renngeschehen. Hier auch wieder ein toller Exit in die Altstadt rein. Können wir den Vorsprung auf 6 Zehntel ausbauen? Doch das wird, glaube ich, kaum möglich sein, den auf unter, oder sagen wir mal, über eine Sekunde zu bringen. Denn die Konkurrenz ist wirklich sehr stark hier und es fühlt sich auch nicht so an, als ob mein Auto die Strecke mag. Ich bin persönlich eigentlich ein Riesenfan von der Strecke, also wirklich. Da kannst du mir nichts vormachen. Ich mag Baku unheimlich gerne jetzt hier aus diesen letzten Kurven raus. Und ich weiß natürlich auch, dass die Stärken des Audis auf jeden Fall im Topspeed liegen. Denn da haben wir jede Season bis jetzt
uns steigern können. Und ja, aber jetzt schaut es auch aus, als ob der Aston sau stark auf der Geraden ist. Seit wann ist der Mercedes-Motor bitte 350 km/h ohne DRS schnell? Gucken wir uns mal die Start-Replay an. Wir sind das linke Auto. Ja, Theo, Oscar ein bisschen schlecht gestartet, konnte sich aber da immerhin auf den vierten Platz retten. Ich glaube, der hat dann aber auch den Konten, dann hat er nicht. Okay, das ist natürlich dumm gelaufen für ihn, dass er da den Start ein bisschen vermasselt hat. Das hätte locker der zweite Platz sein können. Jetzt kurft er leider auf den vierten herum. Ja, ich konnte mich nicht befreien, das ist auch irgendwie klar. Fouchier ist wirklich nah dran und in der nächsten Runde gibt es dann schon das sehr, sehr unfaire DRS auf dieser Strecke, denn du weißt halt ganz genau, wenn der Hintermann DRS auf der Start- und Zielgeraden hat, bist du eigentlich Geschichte, denn die Konkurrenz ist hier so unheimlich stark und vor allem natürlich zwei Kilometer, keine Ahnung wie viel Full-Speed-Anteil du da hast auf dieser Geraden im Windschatten, also selbst ein Williams würde da einen guten Move wagen. Wir sind jetzt in der dritten Runde, ich konnte es wirklich hier einmal schaffen, mich zu halten. Aber natürlich gibt es jetzt auch das erste Mal DRS für Theo. Hat sich jetzt aber hier in dieser DRS-Zone nicht ganz an mich dran arbeiten können. Ich weiß natürlich, das ist eher nur so diese halbherzige DRS-Zone. Denn gerade auf der langen Geraden wird er auf jeden Fall näher kommen. Ich rechne da fast mit unter 2 Zehntel. Und vielleicht kommt da sogar ein Überraschungsmove Richtung Turn 1. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall mal abwarten. Eins ist auf jeden Fall wichtig, so viel Abstand wie möglich rauszufahren. Die Sekunde wird es nicht werden und so ist es auch, Leute. Runde Nummer 3 immer noch. Wir sind jetzt hier am Ende von Sektor 2 angekommen und ja, Theo pickt uns sowas wie von dran. Jetzt muss ich mal aus der letzten Kurve raus, der war okay. Jetzt kommt hier der Move von Theo. Ich gehe ganz weit, dass ich ihn innen nicht gegen die Mauer drücke. Wir sind in Runde Nummer 4 und ihr seht, das DRS hat auf jeden Fall geholfen. Der klebt uns so nah dran wie schon lange nicht mehr. Er bringt mich richtig in Bedrängnis hier. Und wir müssen es einfach irgendwie über die Ziellinie retten. Auch wenn Russell mal einen Durchhänger hat, die müssen wir einfach nutzen. Denn der Junge hat so eine unheimliche Pace und ich bin mir nahezu sicher, wäre er an dieser Stelle, würde ja vermutlich weiter weg sein. Mal gucken, da titsche ich an die Mauer leicht. Und hier haben wir dann dieses Runde 3 Sache. Da komme ich nah an die Mauer dran und da war Theo. Was rede ich denn die ganze Zeit? Da war halt einfach Fouchier ganz, ganz nah dran. Und hier aus der Kurve raus, dieser Exit ist halt wirklich verdammt wichtig. Runde 4, da schert er aus, konnte aber nicht ganz diesen Platz nehmen. Ich mache ihn da auch innen genug Platz, gehe ganz, ganz weit neben die Mauer. Also wirklich küsst da beinahe die Mauer, nur um da die Kollision zu vermeiden. Und da bleibt es gerade noch so. Glück im Unglück können wir da vorne bleiben. Das ist wirklich eine ganz, ganz schwere Sache heute. Dieses Rennen wird nicht einfach werden. Auch zum Schluss hin glaube ich, dass da wirklich Fouchier noch ein, zwei Überraschungen eingepackt haben wird und dass er uns da tatsächlich noch einmal richtig, richtig nahe kommen wird. Auch hier in der engen Kurve nur nicht einem Stupid machen. Bitte, bitte nicht. Die Fouchier ist ganz, ganz nah dran. Wir sind am Ende von Runde Nummer 5 und jetzt kommt er innen. Ein Ferrari. Jetzt geht zur dritten Runde 1 und ich bekomme da einfach einen Schlag ab und kann mich da einfach nicht richtig wehren. Ich meine, da zieht jetzt Fouchier vorbei, aber ich habe keine Ahnung, welcher Trottel hier noch mehr reinhält. Das war einfach nur dumm. Also wirklich, das kam so unerwartet, dass der da in mich reinfährt. Ich glaube einfach, Sainz hat sich da komplett vertan in Richtung Turn 1 und ist uns da, ist mal Fouchier reingefahren und der wiederum mir reingefahren. Also Fouchier kann da wenig für, ist aber ehrlich gesagt der große Nutzen, ist er. Denn er ist jetzt auf einmal da vorne und kommt da eigentlich ohne irgendwelche großen Schwierigkeiten, konnte er sich da an die Spitze arbeiten. Das ist natürlich echt bitter, wenn sowas passiert. Kann natürlich immer wieder vorkommen, aber ja, das ist halt echt blöd, wenn so ein Scheißtrick durch so ein blödes Manöver passiert. Gucken wir uns das noch einmal an. Ich war ganz außen und ja, keine Ahnung, Mann. Was macht hier bitte der Ferrari? Ich kann ja nicht riechen, dass der auch noch reinhält. Und dann kommt es ja zur Berührung und ja, Theo Pocher sieht hier seine Chance und rusht hier einfach durch. Das ist das Racing, aber natürlich vom Feinsten und vom Klugsten. Vielleicht reicht das trotzdem noch. Dieser Exit muss sitzen. Ganz, ganz leicht verbremst. Das war gar nicht gut. Und auch beim Rausbeschleunigen hatte ich einen leichten Querschnitt. Also ich sehe keine großen Chancen. Die Reifen sind einfach durch nach 6 Runden voll pushen.
Und ja, wir verlieren, jetzt gewinnen wir wieder ein bisschen Zeit. Guckt euch das mal an, im Windschatten werden wir zur Rakete. 360, 364, wir saugen uns an Theo Bouchard dran, reicht das noch? Und nein, hat leider nicht gereicht, oder? Ich glaube, das war knapp, aber doch zu weit weg. Der zweite Platz, gucken wir uns die Statusstellung für das Hauptrennen an. Ist echt bitter. Ganz, ganz mies. Eine der schwierigsten Kurven im ganzen Jahr. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Theo Pocher startet aus der Pole Position. Und der Wissenschaftler macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Oscar Piastri, Sainz, Verstappen, Ocon, Gasly, Norris, Tsunoda, Hauger, Russell, Stroll, Leclerc, Daruvala, Joe, Drugovic, Doohan, Liam Lawson, De Vries, Albon, Magnussen und Logan Sargeant. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. So Leute, hier sind wir nun in der Startaufstellung. Es ist nur der zweite Platz geworden. Lights out und let's go. Und Bouchard steht hier, aber ich habe hier einen unfassbaren Oversteer beim Rostbeschleunigen. Ich sehe meine Chancen, sehe so, ja keine Ahnung, Bouchard kommt da nicht vom Fleck weg. Denkt mir so, yes, yes, yes. Aber dann, ja, übersteuere ich hier was sowas wie von Wheelspin. Und Carlos Sainz nutzt seine Chance, zieht da vorbei, wie auch vorhin. Ja, das ist natürlich echt scheiße gelaufen. Ich muss mich jetzt natürlich, ja genau, wo kommt Bouchard mit seinen scheiß gelben Reifen her? Das ist echt ganz, ganz bitter und ich bin ja natürlich mit dem Messer zwischen den Zähnen ganz, ganz aggressiv und das ist halt genau das, was man am Anfang eines Rennens nicht braucht. So eine, ja, uneinholbare Marke jetzt mal für den ersten Blick, du bist fast eineinhalb Sekunden hinten, musst dich jetzt mal in diesen Renndrim reinarbeiten und hast halt dann direkt einen Fahrer, der zack, 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 jede Kurve gefühlt einen Zehntel schneller ist, weil du halt einfach so konfus bist, was gerade beim Start abging. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber es ist halt wirklich enorm scheiße, wenn so etwas passiert. Auch hier wieder, da passieren so dumme Fehler. Gerade so diese ersten ein, zwei Runden, die du brauchst, um dich reinzugewöhnen. Gucken wir uns noch einmal die Start-Replan und ja, ihr seht's, oh mein Gott, Leute, das war so haarscharf, dass ich da nicht den Bouchard abgeschossen habe. Also da war ich viel zu früh und habe viel zu schnell das Gas durchgedrückt. Das kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, aber ja, das kostet natürlich viel, viel Zeit. Und ja, da hat Sainz einfach die Chance genutzt. Ganz, 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 ganz klasse. So, im Mittelsektor waren wir dann eigentlich schon gefundenes Fressen, auch für Bouchard, da waren wir schon komplett weg. Runde 2 sind wir nun. Ich werde immer noch von Theo verfolgt, der mit seinem gelben Reifen überraschend schnell ist, also wirklich. Der ist so überraschend hier auf einmal da und Sainz, der macht uns das Leben da echt nicht einfach. Wir können ihn jetzt zwar, ja, diesen Abstand in eineinhalb, 1,3 Sekunden in diesem Fenster bleiben wir eigentlich die ganze Zeit drin, aber ja, das macht heute ehrlich gesagt keinen Spaß, wenn die Konkurrenz so asozial um die Gegend, in der Gegend herumfährt. Also dieser Move da zum Schluss, den verstehe ich halt absolut. Vierte Runde, aber jetzt noch einmal hier. Ab zurück, wir sind im DRS-Fenster zu Carlos Sainz. Jetzt komme ich ein bisschen in die Strecke, verliere wieder so viel Zeit und jetzt fliege ich sogar ganz, ganz knapp. Nein, es geht sich aus, es geht sich aus. Wir kommen das erste Mal in 4 Runden unter eine Sekunde dran und bekommen auch dann direkt das DRS aus Start und Ziel. Es wird nicht reichen, um vorbeizufahren, aber es wird immerhin reichen, um näher dran zu kommen. Und so ist es auch. Wir sind jetzt auf unter einer halben Sekunde dran. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Fünfte Runde, gleiche Kurve erneut. Und jetzt sind wir schon eine halbe Sekunde dran. Der Exit läuft immer noch genauso grottig wie vorher. Und da hüpfen wir wieder auf die 9 Zehntel. Das ist echt bitter, dass ich da so viel Zeit verliere. Aber auch im Windschatten bin ich echt enorm und schnell. Mein Auto ist so schnell auf den Geraden, das ist echt bewundernswert. So Leute, wir kommen dran auf 5 Zehntel, auf und. 5 Zehntel, fast sogar unter 3 Zehntel, aber ja, da müssen wir halt abbremsen und der Vorsprung ist dann, oder das, was wir uns da erfahren haben, ist leider wieder verschwunden. Eine logische Möglichkeit wäre natürlich jetzt der Undercut, jedoch müssen wir auch aufpassen, es ist Baku, da kann immer Safety Car, Red Flag, 4SC, irgendwas kommen,
Und wenn ich jetzt eine blöde Entscheidung treffe, jetzt kommen wir hier der Sache etwas näher. Siebente Runde. Ja, Sainz mit einem sehr langsamen Exit, aber auch Bouchard, der ist langsam aber sicher dran. Wir sind in der 7. von 18 Runden jetzt hier im Windschatten. Wir müssen unbedingt jetzt an Sainz vorbei. Der Windschatten, der DRS ist aufgedreht, das E-Race ist auch aufgedreht und jetzt funktioniert es tatsächlich. Runde 7, innen probiert er zwar drauf zu halten, wir lassen ihn da genug Platz und übernehmen die Führung. Nach 7 Runden sind wir endlich am Ferrari vorbei. Es hat tatsächlich gereicht. Es hat sich ausgezahlt, abzuwarten. Das macht mich echt sehr, sehr stolz, dass wir hier es mal tatsächlich geschafft haben, an ihm vorbeizukommen. Runde 4 waren wir schon mal etwas näher dran. Es ist dann wirklich kontinuierlich jede Runde bist du näher dran gekommen und das DRS ist natürlich eine Riesenhilfe auf Start und Ziel. Es ist halt wirklich, wenn du der Vorherfahrende bist, der kein DRS hat, bist du halt wirklich der mit der Arschkarte. Also sorry für diesen Ausdruck, aber du kannst da halt wirklich nichts machen. Es ist so, ja, beschissen eigentlich, dass du da so knapp dran bist und du bist dann halt wirklich machtlos, wenn der mit dem DRS angeschossen kommt. Und da waren wir dann schon so weit. Habe ich mir schon zurechtgelegt aus in Richtung zweite DRS-Zone und da sind wir in der 8. Runde. Jetzt wird es auch in die Box reingehen. Ich komme auch kaum weg von Sainz. Vor allem komme ich aber auch nicht von Pochère weg und das ist von Ocon. Und von denen muss ich mich eigentlich hüten. Denn die beiden, die werden jetzt wirklich ein großes Thema spielen. Eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und Pochère ist jetzt schon an mir dran. Sainz hier hat er schon locker überholt. Eine Sekunde ist da schon Abstand. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Ich gehe sowieso in die Box rein. Signalisiere das auch ganz, ganz früh. Wir biegen links ab. Und nein, da fährt mir doch nicht hinterher. Nein, oder? Der benutzt so lange den Windschatten. Boah, das war sehr klug von Pochère. Und ich muss jetzt rein. Und vor allem muss auch die Outlap hier stimmen. Also diese ein, zwei Runden. Ich habe auch ein bisschen gehofft, denn in der zweiten Kurve hat sich Magnussen das Rennen beendet und ich habe da ein bisschen gehofft, dass Boys Ziel oder so kommt, aber leider nichts. Jetzt müssen wir halt doch die komplette Dauer hier abwarten. Jetzt geht's also wieder raus, 2,2 Polar Stop, eigentlich wie immer schon. Drugovic und One New Joe vor uns. Nein, jetzt kommt Sargent auch noch vorbei. Jetzt hier Drugovic, Joe und auch Drugovic. Dohan war der andere. Kommt zu einer ganz leichten Berührung. Ich quetsche mich aber dennoch hier ein bisschen durch. 3 auf einer Geraden. Das ist wirklich mächtig, Leute. Das ist scheiße geil gewesen. Und ja, Halleluja. Ich weiß natürlich die kleine Berührung, aber du musst dir halt ein bisschen, gerade bei Startkompris, musst du dir halt da, wenn kein Platz da ist, dir ein bisschen Platz oder Respekt verschaffen. Sagen wir mal so. Ich meine, wenn ich der andere gewesen wäre, hätte ich mich auch aufgeregt. Aber wir wissen ja auch, was in Turn 1 vorhin war. Also jetzt gucken wir uns das hier noch einmal an. Und ja, das war Dohan natürlich und Drugovic und Guan Yu. Und die konnten wir alle hier eigentlich innen, ich war ja innen auf dem besten Weg, da geht es ganz, ganz leicht zu berühren, aber ich habe doch direkt an ihnen den Platz, oder halt den Platz freigemacht, dass mir die da ja nicht, dass mit uns ja nichts passiert. Jetzt ist die Konkurrenz in der Box, Leute, gucken wir mal, wo wir rauskommen. Seien Sie es mal hinter uns, das ist wichtig. George Russell allerdings vor uns, aber waren die schon in der Box, das ist die ganz, ganz große Frage. Sainz hat wirklich einen großen Vorsprung, Rückstand jetzt hier zu uns. Also über 4 Sekunden hat das dem Spanier gekostet. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schlecht gelaufen für ihn. Die restliche Konkurrenz ist jetzt auch in der Box. Wir haben jetzt Purple im Mittelsektor und ich könnte jetzt aktuell mal die schnellste Rennrunde raushauen, während wir auch hier Dennis Hauger locker, ist das überhaupt Dennis Hauger? Es ist Hauger, okay? Während wir hier Hauger übernehmen, holen wir auch noch die schnellste Rennrunde und übernehmen die Führung mit über 3 Sekunden Vorsprung zu Pochère. Aber der wiederum hat den roten Reifen drauf, was ihn natürlich zu einer sehr großen Gefahr macht. Und so ist es auch, Leute. 2 Sekunden in Runde Nummer 14 und jetzt ist Red Flag da. Es kommt wirklich alles, wie es kommen soll. Wir bekommen auch noch die Red Flag, dass ich mir einen neuen Satz roten Reifen raufhauen kann. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Und jetzt guck dich das hier mal an. Jetzt mal hier, genau. Das, nein, zum Schluss beginnt es auch zu regnen. Das ist wirklich ganz, ganz schlecht. Ich habe hier ausgewählt. Nein, jetzt gucken wir uns mal hier schnell das an. Und da ditcht der, nein, das ist nicht Lance Stroll, oder? Das ist nicht, es ist Lance Stroll. Dieser, ja, viel zu früh aufs Gas, ditcht hinten gegen die Mauer, vorne reißt er sich nach dem Flügel runter.
Aber weswegen gab es denn hier Red Flag? Nur weil er zu lange die Strecke blockiert hat oder wie? Ja, tatsächlich. Dann blinkt die Red Flag dann aus. Und jetzt gucken wir uns das noch einmal kurz an. Hier ganz rechts ist Rot ausgewählt als Reifen. Neuer Reifen, Rot, zweiter, dritter Stint. Was geben sie mir drauf? Den scheiß abgenutzten gelben Reifen. Ich stehe auf dem ersten Platz, alle hinter mir mit dem frischen roten Reifen und ich hier mit dem abgelutschten gelben Reifen, der schon 10 Runden alt ist. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, warum die Box diesen dummen Stint nicht eingebaut hat. Das ist anscheinend ein Bug vom Game. Und so ist es jetzt auch, Leute. Ich muss mich jetzt hier irgendwie durchmogeln. Es ist leider, ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Respawn oder so ist nicht möglich. Und jetzt sind wir hier auf dem zweiten Platz, gerade noch so mit über 2 Sekunden Rückstand schon zu Bouchier. Der zieht mit seinem roten Reifen einfach davon, hat sich auch schon die schnellste Rennrunde geholt. Und ich bin einfach machtlos. Ich kurve hier auf dem zweiten Platz herum und hoffe natürlich, dass ich immerhin Esteban Ocon hinter mir halten kann. Ich weiß nicht, was sich Audi hier ausgedacht hat. Gucken wir uns den Start an. Und ich war natürlich ganz, ganz klar Kanonenfutter für die. Ich meine, gerade für Bouchier, der mit dem frischen roten Reifen startet aus der ersten Startreihe und zieht da easy going an uns vorbei. Das ist wirklich kaum eine Schwierigkeit für ihn gewesen. Allerdings macht das natürlich ganz, ganz wenig Spaß, wenn du da ja eigentlich verhofft auf dem ersten Platz ins Ziel kommen willst. Denkst so, geil, frische rote Reifen, kannst du nochmal die schnellste Rennrunde fahren, nochmal richtig pushen. Und ja, dann bist du hier mit diesen abgelutschten gelben Reifen, der 30% hat und weißt einfach nicht, wo hinten und vorne ist, weil die KI einfach oder diese scheiß Pit das einfach so verkackt hat. 4,5 Sekunden ist Bouchier in den letzten 3 Runden schneller gefahren als wir und das zeigt dann halt schon mal wirklich, was für eine stronge Pace der Mann hat. Esteban Ocon, aber natürlich ist das auch der riesen Reifenunterschied. Esteban Ocon jetzt hinter uns und der wird seinen Versuch wagen. Jetzt muss ich noch einmal alles hier zusammenkneifen, was geht. Doch reicht das dann tatsächlich? Ich move spät, um Esteban nicht irgendwie hier in Verlegenheit zu bringen. Thio Bouchier ist mit 6,5 Sekunden Vorsprung schon drin. Jetzt sieht Thio Ocon an uns vorbei und Trevier, wer hat das Rennen hier als Zweiter beendet? Martin hat heute einen Sieg verdient und hat ihn auch bekommen. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Die heutige Leistung von Aston Martin hat gezeigt, dass sie mit den größten Namen in diesem Sport mithalten können. Die Fahrer begeben sich soeben auf das Podium und die Reaktion des Publikums muss für sie unglaublich motivierend sein. Leute, es hat tatsächlich gereicht. Wir sind Zweiter geworden und das mit 7000stel Vorsprung. 7000stel Vorsprung. Nein, es waren 28000stel. Guckt euch das mal an. Nein, es waren 7000stel. Vorhin im Sprint 28000stel, dahinter und jetzt 7000stel vor Esteban Ocon. Nein, wir sind Dritter geworden wegen 7000stel. Vorhin 28000stel, jetzt 7000stel. Das war wirklich nicht gerade das Wochenende, das ich mir erwartet habe. Obwohl die Pace im Qualifying gestimmt hat, auch im Sprint sehr stark war und auch im Rennen sehr stark war, wurde es immer durch irgendwelchen Strategien oder durch irgendwelche blöden Fehler zunichte gemacht. Ich hoffe natürlich, dass das nächste Rennen in Miami ein bisschen spaßiger werden wird. Ich hoffe aber trotzdem, dass es euch gefallen hat. Es kann nicht jedes Rennen perfekt laufen, aber diese Season ist wirklich schon enorm. Was da alles schief geht, das ist schon nahezu traurig. Also da kannst du wirklich schon fast ein ganzes Buch davon schreiben. Für heute war es das aber mal. Ich bedanke mich für euren Support. Schaut doch unbedingt, abonniert gern kostenlos diesen Channel natürlich. Lasst doch gerne Daumen rum da und schaut auch gerne auf Instagram iTunes-Gaming, aber vor allem auch gerne auf itz-tobi auf TikTok vorbei. Vielen, vielen Dank. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.